Herzlich willkommen zurück beim süßesten Schneespiel ever. Passt ja auch zum Winter. Juhu, hier können wir mal so ein bisschen runterrutschen und auf die Schnauze fliegen. So, wir gehen aber natürlich in die andere Richtung, denn dort ist etwas mit unserem Dorf passiert. Nee, Feuer kann auf gar keinen Fall ein Schneesturm gewesen sein. Da sind wieder die Geister. Müssen wir da vielleicht mit dem Fuchs drauf? Ah ja, mit beiden müssen wir da drauf. Tja, und was nun in dieser weiten, weißen Welt? Und wer bist du? Die erinnern so ein bisschen an die kleinen Viecher aus von Ronja Räubertochter. Oh, da müssen wir, glaube ich, tatsächlich das abpassen, dass wir da hochkommen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh ja! Holla, die Waldfee. Das war ein weiter Sprung. Da ist aber voll ins Schnee gefallen. Mit der Schnauze hinein. Diese kleinen Biester hier unten, diese kleinen Kobolde, seht ihr die? Unten am Bildschirm. Da! Da ist wieder einer. Und sie lachen so fies. So, da kommen wir aber noch so noch nicht hoch. Ah, aber vielleicht hier rüber? Ah. Kann ich da vielleicht hoch? Huhuhu, hier nicht runterfallen. Kleiner Fuchs. Nicht hier. Ah, warte mal. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Doch. Hier komme ich wohl hoch. Aua. So, dann muss ich doch von hier aus bis da rüber springen. Guck dir das an. Cool gemacht. So, lass mich auch noch mit drüber. Und diese netten Geister, die uns immer Brücken zur Verfügung stellen. Schön gemacht. Oh, der Eulmann nimmt Drogen anscheinend. Es scheint so, als wäre das der Erzähler dieser ganzen Geschichte. So zahnlos, wie der daherkommt. Drei Zähne hat er noch. Damit kann er aber kein Karibu-Fleisch mehr zerteilen. Das muss ihm alles schön vorgekaut werden von seiner Eule. Ah, wir haben hier wieder ein neues Video freigeschaltet, das ich auch wieder in einer Bonusfolge. Ah, so. Seil herunterlassen. Jawohl. Veröffentlichen werde und natürlich mit euch zusammen gucken werde und auch meinen Senf dazu abgebe, so wie es auch schon in der letzten Folge passiert ist. Ich werde allerdings diese Folgen jetzt etwas kürzer machen. Werdet ihr immer so, oh, 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 oh. Muss ich nach oben? Was sind das denn für geile Viecher? Wie die rumtanzen. Ist ja super.
Muss ich nach unten oder nach oben? Ich würde mal sagen, ich springe einfach mal. Bam! Da! Da haben sie aber Schisse der Buchs gehabt jetzt. Das war plötzlich so ein... Uah. Nein! Ach, ich dachte gerade schon wieder, dass der Fuchs gestorben wäre. Ist er aber nicht. Das kleine Volk. Genau, ich werde die Folgen jetzt erstmal so ein bisschen eher so 10-minütig machen, denn man hat ja dann nochmal wieder mehrere Videos, die man angucken kann, beziehungsweise eine Bonusfolge mit mehreren Videos, die wir uns dann zusammen angucken können. Und da würde ich sagen, geht ja auch nochmal wieder so ein bisschen Zeit drauf. Und ich glaube auch, dass dieses Spiel nicht allzu lang ist. Und ich will das ja auch nicht hier in 4 Folgen durchhalten. Dafür ist es viel zu schön. Objekt greifen und bewegen. Nuna, X und L gedrückt halten. Okay. Aber X... Ach so. Ah. Das Objekt ist das Ding hier. Diese Kiste. Mensch, das sind doch wirklich... Wie geil, dass der sich da draufsetzt. Das sind so coole Sachen, die dabei sind. Einfach diese kleine, minimale Interaktion. Finde ich ganz großartig. Der Fuchs sich dann einfach auf die Kiste draufsetzt und sich schieben lässt. Finde ich super. So, sollte es das hier schon gewesen sein? Na komm schon, du schaffst es. Achso, ich muss A drücken. Nochmal. Jawoll. So, und bitteschön. Wirklich auch ein Spiel, was man zu zweit spielen kann, glaube ich. Was auch Spaß macht, zu zweit zu spielen. An einem Rechner allerdings, glaube ich. Ich glaube, es gibt hier keinen Internet-Multiplayer. What? Dabei schien das so lustig. What? Was ist denn jetzt passiert? Das habe ich jetzt ja nicht ganz gerafft. Wieso sind wir jetzt wieder am Anfang hier? Das kleine Mädchen wurde durch Trommeln unterbrochen, hieß es. Wieso bleibst du denn jetzt stehen? Verstehe ich nicht. Aha. What? Bin mir nicht so ganz sicher, ob das vorhin... Oh Gott! So richtig war, was da gerade passiert ist. Ich glaube, das war ein kleiner Bug. Denn eigentlich hätten wir gleich hier hin müssen. Aber jetzt scheint es zu funktionieren. Also, rennt, eigentlich im Plural, rennt um euer Leben. Ah, ich glaube, das war's. Tue da nicht runterfallen. Was? Das kleine Volk bewirft uns mit Lavasteinen. Sind die denn wahnsinnig? Wieso kann ich denn hier nicht weiter? Oh. Es sieht so aus, als müsste ich da vielleicht mit dem Fuchs erst noch weitergehen, weil es sonst nicht geht. Nö. Ja, da bist du aber auch echt mal traurig. Tja, sollen wir vielleicht in diese Richtung weitergehen? Okay. Vielleicht gibt das irgendwie Sinn, dass ich hier... hier allmählich das Ding auffülle. Kann das sein? So. Oh, das war jetzt aber echt ein Köpfer. Das tut einem kleinen Mädchen nicht gut. Selbst wenn es Karibu-Kapuzen trägt. So, nochmal. Wie bösartig die sind. Na, hast du jetzt Schiss bekommen? Ich hoffe doch. Ha! So, Schluss mit Party hier. Ah,
Birkeljau-Dinger. Ah, das war die Trommel des Eulenmannes. Jetzt wird mir auch so einiges klar. So, jetzt darf ich hier lang. Das war ein bisschen ungeschickt gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. So Gameplay-technisch. So. Fuchs, komm her. Jawohl. Tja. Das Mädel lassen wir jetzt aber mal da. Wie kommt denn jetzt das Mädel da hoch? Die kann doch selbst nicht da hochklettern, oder? Nee, kann sie nicht. Ah, aber da ist ein Seil. Ich habe es gerade nicht gesehen, tatsächlich. So. Und... Ah! Nicht hinunterfallen. So. Den richtigen Charakter auswählen. Und dann geht das auch alles. Fuchs, warte. Ich habe die Trommel ganz gestohlen. Und komm jetzt auch dich holen. Voila. Yes. Tja, was war denn das? Konnte man gar nicht richtig sehen. Der hat wirklich Drogen genommen, aber sowas von, ey. Der hat, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, Karibohonen geraucht oder irgend sowas. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wir werden mal sehen, ob wir in den Filmen in irgendeiner Form dort Hinweise finden. Denn hier ist diese Folge zu Ende. Jetzt ist sie doch ein bisschen länger gegangen als 10 Minuten. Wir sehen uns in dem Kulturabschnitt. Ich nenne das jetzt Kulturabschnitt. Wieder. Bis dahin. Tschö.